Willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal und heute stelle ich den Massey Ferguson in der 5000er Serie vor. Wir fangen auch schon an mit den Reifen. Trelleborg, Michelin und Nokian. Das war's schon. Die Reifenvarianten haben einmal natürlich die Standard, die mit Radgewichten, Breitreifen und Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung hinten und vorne. Und natürlich haben wir auch ein Dach, das ist klar, einmal mit GPS oben, da, und einmal mit einem Panoramadach. Wir nehmen das Panoramadach. Wir haben folgende Motoren zur Auswahl. Standard, der 85 PS Motor, dann der 95 PS Motor und der 100 PS Motor und der 110 PS Motor und der 120 PS Motor. Wir nehmen mal die 120 PS bzw. 130 PS, gibt es auch noch. Die nehmen wir hier mal. Dann gibt es hier einmal Frontlader am Bau. Sieht man hier. Von Stoll und einmal von Hauer. Wir nehmen aber in diesem Fall keinen. Dann haben wir das Geschwindigkeitsschild. Einmal zack. Rechts dort. Mit oder ohne. Wir nehmen mal mit. Dann haben wir das Nummernschild vorne. Einmal da oben. Mit und ohne, natürlich mit. Ich finde es immer cool, wenn Fahrzeuge Nummernschilder haben. Dann gibt es einmal Deko innen drin. Das hatte ich hier. Da haben wir einmal da einen Feuerlöscher. Hier vorne einen Maulschlüssel und einen Hammer. Ja, lassen wir auch mal drin. Dann haben wir noch Blitzer. Die Blitzer sind diese Dinger hier vorne. Dort. Dort zu sehen, gibt es natürlich auch ohne. Das sieht man dann gleich im Test, wenn wir das Fahrzeug testen. So, Getriebe haben wir auch. Das ist aber für die, glaube ich, nur interessant, die halt mit manueller Kupplung fahren. Ja, dann hat man hier die Getriebe zur Auswahl. Einmal DIN A6 und einmal DIN A4. Wir haben aber sowas nicht. Parkplatz angekommen. Schauen wir uns den guten MF mal an. Und zwar erstmal von vorne. Hier die ganzen Texturen, die soweit ganz gut sind. Auch die Seitentexturen, die Schrift bzw. den Schriftzug sieht man auch sehr gut. Dann gehen wir mal nach hinten. Von hinten auch sehr gut. Wie gesagt, es ist immer nicht so, dass man sich da so nah dran stellt, dann ist es klar, dass es ein bisschen matschig wirkt. Das sollte jedem klar sein. Aber in der Regel ist man ja auch nicht so und spielt da hinten irgendwie, weiß ich nicht. Das ist immer eine Ansichtssache. Muss jeder halt so wissen. Aber so von hinten auch den Aufkleber hier, das sieht man alles super von der Seite. Warum auch immer jetzt hier so eine blöde Palette ist, die sollte da nicht drin sein. Die ist jetzt mit da drin. Ist hier so eine Saatpalette. Ist ein Mod. Ja. So, und auch hier soweit auch alles tippitoppi. So, wir gehen mal rein. Auch von innen soweit mit dem Panoramadach schick. Da gibt es nichts zu meckern. Auch hier die Knöpfe der Himmel, die Textur des Himmels auch gut, habe ich schon deutlich schlechteres gesehen. Auch hier die Armaturen und die ganzen Knöpfe sind da in Ordnung. Auch Aufkleber kann man auch gut erkennen. Auch hier den Hammer und den Maulschlüssel. So, IC-Control haben wir auch. Wir haben einmal wieder dieses schöne Halbfenster für Leute, die es gerne warm mögen, und einmal für die Leute, die es gerne kühl mögen. Dann haben wir hier noch die Tür, können wir öffnen. Zack und wieder zu. Und das war es auch schon. Wäre schön gewesen, wenn man hier noch irgendwas machen hätte können, aber das kann ich jetzt so nicht sehen. Aber ist eine gute Sache mit diesem Panoramafenster, finde ich. Das ist schon ganz schick.
So, gehen wir wieder raus, machen den Blinkertest und den Lichttest. Das sollte aber eigentlich auch funktionieren. Ich mache es aber immer wieder gerne. Dann haben wir einmal hinten hier das Arbeitslicht. Dann gehen wir einmal nach vorne. Und auch hier sollte das klar sein, dass es funktioniert. Und auch das Licht sowie das Arbeitslicht. So, jetzt haben wir natürlich uns eben die Blinker ausgewählt, beziehungsweise die Blitzer. Die können wir damit anschalten, wie wir oben unsere Rundumleuchten einschalten. Und dann haben wir genau hier diese schönen Blitzer. Finde ich richtig nice, finde ich richtig cool. Und ja, wie gesagt, ist ein schönes Gimmick, finde ich. So, machen wir da wieder aus, gehen wir rein und machen einen kleinen Fahrtest. Motor ist, glaube ich, auch Standard. Machen wir auch Pedal funktionieren und Joystick. Das funktioniert alles. Vorne, ja, sollte für jeden klar sein. Gut. So, ich habe ja gesagt, das ist ja so ein Schlepper für da ist das Wohnzimmer, mal Glück haben. Ein Hofschlepper oder so ein kleiner Schlepper, wo man vielleicht so kleine Gerätschaften mitfahren kann. Vielleicht mal so einen kleinen Anhänger oder so. Lenkung, muss ich sagen, ist richtig gut. Da gibt es man hier so ein bisschen, ne? Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil der halt auch nicht so schwer ist. Die Rückspiegel funktionieren soweit auch. Machen wir hier mal hoch. Und auch die Sitzfähigkeit. Guter Schlepper, so für den Hof oder für so kleine Fahrten. Und da kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man sich den runterlädt. In diesem Sinne, Link packe ich in die Videobeschreibung rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.